Willkommen zur nächsten Folge zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir sind jetzt hier unter hier diesen Donnergroll-Inseln und werden jetzt diesen Schrein weitermachen. Und der ist einfach ganz kurz, also ihr bräuchtet dafür nicht lange, denn es ist einfach raussägen. Und dann war es auch mit diesem Schrein. Es gab schon 5 Tage keine paar weiteren Bards, weil etwas anderes zu tun, ne? Ab dem 1.6. werde ich sogar auf Busu Koreanisch lernen, also Koreanisch geht los. Und ich habe schon ein paar Kenntnis, den ersten Kapitel schon fertig gemacht bei Busu. War auch schon bei einem Short-Video vor 2 Monaten ungefähr. Und ab jetzt werde ich damit weiter mit Koreanisch lernen, aber für mich war es ein bisschen schade, dass es nur auf A2 gelistet ist, nicht auf B2 sowas wie die anderen Sprachen, aber es gibt auch ein paar andere Sprach-Apps, damit ich das weitermachen kann, ne? Okay, Schrein haben wir gemacht. Das mit Anbau und Angel steht. Nee, da habe ich irgendwie keine Ahnung. Machen wir eher weiter, denn jetzt machen wir Irland. Und wenn es gefällt, dann könnt ihr ein Like lassen und abonnieren, damit ihr weiteren Parts nichts verpassen könnt. Nächste Fahrtour eher in 2 Wochen frühestens. Genau. Ich glaube, das ist auch perfekt, ne? Genau hier am 6 Jahre, glaube ich, oder 5 Jahre YouTube kann man so feiern. Ja, also bei Koreanisch, ich fand ja, Busu habe ich ja schon seit 1. Februar schon benutzt, wegen Japanisch. Die hat mir ganz gut gefallen, es hat bessere Erklärung. Ne? Also wenn man etwas falsch hat, gibt es eine Erklärung, ne? Dann gibt es noch so ein paar Auszeichnungen, welche Sätze man bilden kann, wie die Grammatik aussieht, ne? Vokabeln werden auch manchmal auch gelernt, ne? Aber aber ihr könnt auch noch andere Sprachen lernen, wie bei Duolingo, HelloTalk und sowas halt, könnt ihr auch probieren, aber bei Busu ist eigentlich mein Favorit beim Sprachen lernen. Aber natürlich, ich werde auch irgendwann ein paar andere Sprach-Apps testen. Ne? Es gibt noch eine, ich weiß nicht mal, irgendwas mit Login oder irgendwas sowas, irgendwas so ähnlich. Das kann man so bis zu 33, 35 Sprachen lernen. So, ich bin mir nicht sicher, wie es nochmal heißt, aber irgendwas mit L ist auch eine Sprach-App. Okay. Bei Irland ist es quasi noch so ein Labyrinth. Deswegen bereite ich mich quasi vor. Bannschrein ist immer hier. Forschungstagebuch 1. Nach 2 Tagen habe ich die einsame Insel erreicht, doch unsere Erschöpfung übernachtet die Freude erheblich. Allem Ungemacht zum Trotz ist ein Tauro dem noch gelungen, die Steintafel am Eingang der Sona-Ruine zu entziffern, denn der die Ringdache tief im Innersten der Labyrinths erwecken, winkt reicher Lohn. Während dieser Zeit neben Lebensgeister in mir weckte Bauch Trauros völlig zusammen, als er damit fertig war. Leider muss ich mich dahin von ihnen verabschieden und werde von nun an die Faust mit der Erkundung fortfahren. Ich hoffe genau, Eichen und Nüsse dabei zu helfen, um den Weg markieren und später zurückzufinden zu können. Ich mag auch nicht alleine gestellt zu sein, aber ich werde die Erkundung damit auch Trauros Werk erfolgreich zu Ende bringen. Das kann ich nicht entziffern, leider.
Okay, da ist quasi das Schrein. So sieht Irland. Das wollte ich eigentlich im Livestream machen. Eichel. Ja, genau, das kann man auch so markieren. Es gibt ja so ein paar verschiedene Wege. Ne, also, man kann quasi hier hingehen. Hier hoch und dann irgendwo so eine Ecke. Und dann muss man außen rumlaufen. Wenn ich irgendwie nicht weiterkomme oder irgendwie verwirrt bin. Oh, wird zu hell. Dann muss ich die Karte angucken. Also hier genau hier auf dem Baum stemmen. Okay, ich glaube, das ist ungefähr im richtigen Weg. Forschungstagbuch, Tag 2. Jeder Schritt hier wird gut überlegt sein, denn überall lauert Miasma, der schon bei geringster Kontakt der Körper infiziert. Nun gut, dass Taurus zurückgekehrt ist, denn in seinem Zustand hätte es die Erkundung hier drin nie überstanden. Und was genau handelt sich wohl bei diesem Miasma und dieser anderen großen Frage ist, ob wir verschollene Prinzessin und ihr Ritter, die Schloss Hallo das Miasma erkunden wollen, gefunden wurden. Haben wir das Beste für die beiden? Also ich bin ganz sicher. Okay, also ganz einfach Eichen folgen. Ja genau, das muss man hochklettern. Hier glaube ich, das ist gar nichts. Aber ich finde es voll gut, dass er es einfach quasi markiert. Das ist gut so. Und da ist es tatsächlich. Forschungstagbuch Tag 3. Endlich habe ich den Rekling der Sona entdeckt und kann es kaum erwarten, Taurus davon zu berichten. Allerdings ist meine Neugier noch nicht völlig gestillt, sodass ich zögere, mich jetzt schon auf den Rückweg zu begeben. Wie man wohl auf unserer Ebene der Ruine gelangt, die von hier oben aus sein kann. Das soll nichts sein. Das ist quasi nur der zweite Weg. Okay, bevor ich das anmache, werde ich jetzt diesen Schrein hier machen. Was ich auch noch sagen möchte, ist, meine Mutter ist gestern nach Bach geflogen für das ganze Wochenende und damit sind zwei Personen aus meiner Familie nach Prag, ne? Also meine Schwester und meine Mutter jetzt. Man kann ja entweder mit dem Zug dahin fahren, ne? Mit dem EC Eurocity fahren oder mit dem Zug oder mit dem Flugzeug, ne? Also wenn man von Hamburg startet, dann fliegt man mit Stopp entweder von Wien oder von Brüssel und dann fliegt man nach Prag, ne? Also ein Zwischenstopp, ne? Da kann man auswählen, entweder Brüssel oder Wien. Und meine Mutter hat beides genommen. Also und damit ist meine Mutter jetzt 4 Mal geflogen. Also es ist ganz klar, dass meine Mutter mehr geflogen ist als ich, ne? Mit meinen 35 Mal. Aber 2026, ne? Kann schon ein bisschen was ändern. Aber ich mag eher fliegen, ne? Weil fliegen ist einfach ein besseres, etwas anderes. Und das fühle ich mehr. Auch wenn Turbulenzen und der Start mich ein bisschen reizt, ne? Wenn ich zum Beispiel ein Jahr nicht geflogen bin, dann kann ich ein bisschen Schiss haben,
bei den, dann kann ich ein bisschen schissern beim Starten, ne? Das habe ich bei meiner winterlichen Eisreise schon gehört. Und das ist eigentlich völlig normal. Turbulenzen, dass ich Angst bekomme, das war eher, als ich nach Zypern geflogen bin oder irgendwo. Da haben meine Hände geschwitzt. Aber auch noch wieder starten hier. Angst vor Start ist auch das gleiche. Aber immerhin, die Landung ist nicht so schlimm. Okay, damit haben wir jetzt den nächsten Herz. Okay, ab jetzt werde ich auch diese Karte gehen, also in Irland. Dieses Labyrinth Irland hier besteht hier in der Oberwelt, in den Himmelsinseln und im Untergrund. Das besteht die. Und damit muss ich hier rein. Als Herrscher der Drache sage ich dir, die du das Labyrinth der Erde durchschritten hast. Eine weitere Tür hat sich geöffnet. Besuche die südliche Seite des Labyrinths im Himmel, des Himmels. Irlands Probezeichnung. Okay, das ist jetzt wieder der Ausgang quasi. Man kann, wenn man möchte, nochmal angucken, aber es ist keine Anwahl. Man muss fliegen. Und zwar dieses Teil. Kostet nur 9 Euro. Und damit hochfliegen. Das dauert jetzt ein bisschen. Und da kann ich noch etwas erzählen. Mein nächster Vlog wird dieses Jahr sein, ne? Und zwar auch in Oktober, also im Herbst, ne? Also das bedeutet, um den Vlog, wenn ihr den Vlog sehen möchtet, dann müsst ihr genau gesagt 4,5 Monate warten, ne? Also meine Herbstferien, die gehen ein bisschen spät. Von daher müsst ihr 4,5 Monate warten. Es ist nicht lange und es geht nach wenig. Da vorne ist auch noch so eine Art Irland-Block. Das ist hier bei Hebra. Da kann man schon von hier besser sehen. Ah, ich glaube, das muss hier auf der anderen Seite. Genau, hier. Wenn ihr das vorne seht, das Schrein, da müsst ihr hin. Der Vlog wird für ungefähr eine Woche ungefähr nach Venedig sein, denn das soll geil sein, ne? Schwimmende Stadt, da werden wir hinfliegen. Aber ich habe mich auch schon ein bisschen gut recherchiert, vor allem für den Flug. Wenn man zum Beispiel Montag, Mittwoch oder Freitag bucht, dann hat man einen Direktflug von Hamburg. Also beim Direktflug ist es immer am billigsten und man kann auch fliegen, aber dafür muss man einen ersten Stopp hinlegen. Ne? Oh, das wird man sogar leichter. Oh, meine Güte. Also den ersten Stopp ist zum Beispiel, der Beispiel wie zum Beispiel nach Amsterdam der erste Stopp und dann geht man nach Venedig oder Ich habe mich jetzt nicht genau recherchiert oder vielleicht hier nach, ich weiß nicht, nach Brüssel, weiß ich auch nicht, oder vielleicht noch nach Paris. Das ist quasi auch der erste, auch noch diese Stops. Aber den würde ich dir auch nicht empfehlen, aber Direktflug ist besser. Dieser Schrein hier, das ist eine der besten Schreinaufgaben, die ich erlebt habe. Man muss quasi einfach mit dem Auto hinfahren. Und hier andere Schwerkraft ist auch viel besser.
Man muss einfach hier bis zum Ziel hinfahren. Ich brauche jetzt nicht gegen diese Gegner zu kämpfen. Einfach weiterfahren. Und hier, wenn ihr nach links geht, da ist ein Block und da findet sich ein Schatz. Ja, das kenne ich auch schon. Kann ich den kriegen? Ja. Ups, da drüber geflogen. Oh. Und haben wir auch Schwung. Und voll Karacho hier rein. Also meine Mutter ist nicht alleine zum Flughafen gefahren, sondern auch noch mit mir, ne, um ihr diesen Flughafengebäude etwas zu unterstützen, auch wenn sie das schon kennt, aber Brüssel Air ist bei Hamburg und Terminal 2, das sollte, muss ich einfach ihr noch zeigen. Und wie sie auch wieder zurückkommt, ne, das muss ich auch erklären. Ne? Man kann auch hier online einchecken, ne? Das ist auch besser. Ich brauche wieder Raketen, da habe ich quasi gar keine. Alles klar. Okay. Also, ich musste sie quasi erklären, ne? Welcher Check-in, auch wenn Check-in nicht so nicht nötig war, ne? Denn wenn man online eingecheckt hat, dann bekommt man quasi den Code, damit man wirklich zur Sicherheitskontrolle und zum Boarding kommt. Ne? Und da braucht man auch keine Boardingkarte, ne, oder Boardingpass, sondern einfach einen QR-Code. Und das bekommt man nur, wenn man wirklich online eingecheckt hat. Ne? Und davor, daher braucht man jetzt nicht 2 Stunden vor Abflug zu fliegen, sondern eher nur so unter 2 Stunden. Also wie zum Beispiel 1 Stunde 45. Aber 2,5 ist immer am sichersten, nur wenn man wirklich im Flughafen eincheckt. Du, der du dieses Labyrinth des Himmels betreten hast, dieser Ort wird deine Weisheit auf die Probe stellen. In diesem Labyrinth sind 4 Vorrichtungen verborgen. Aktiviere sie alle 4. Ja, natürlich. Den ersten habe ich im Stream gemacht, den zweiten glaube ich auch. Aber die Wege sind viel zu dünn und viel zu umständlich. Ich werde euch zeigen, warum. Hier Probezeiung auch anmachen, ne? So sieht es aus, wie muss quasi hier geradeaus gehen, dann nach links, rechts, hoch und nochmal nach rechts. Dann hat man die erste Vorrichtung, dann gehe ich wieder raus und dann mache ich die zweite und so weiter. Und die Wege sind brutal dünn, okay. Was machst du da? Auch hier die Schwerkraft muss man auch einberechnen. So, ab hier in diesen Ecke muss man nach rechts. Ich tippe euch nochmal, das hier quasi zu markieren, also quasi wie so ein Stern, ne? Also hier abbiegen, dann ungefähr hier ab. Biegen, ne? Also versucht immer hier in diesen Ecken anzukommen, dann hier abbiegen, aber ja, die Karte ist auch ein bisschen so klein, weil wir sind nach
nächstes Jahr bekommt, dann müssen wir hier noch hier diesen sogenannten Tethys-Bock hier ankommen. Ja, immer geradeaus. Hier, das ist ja quasi der Tethys-Block. Ja, genau. Und hier ist es auch schon. Oh, ich brauche mehr Schwung. Also, je tiefer man geht, umso höher kommt man. Ganz genau. Und wenn ihr diese Einrichtung geschafft habt, löscht auch noch diese Sachen. Also, das ist auch mein Tipp. Also, wenn ihr es geschafft habt, das hier löschen. Als nächstes, also ich porte mich wieder zurück. Das hier im Himmel finde ich quasi das Schwierigste, ne? In der Oberwelt mittel, im Untergrund das Schwerste. Das kann man sagen. Okay, von hier muss man ganz hoch und zwar bis hierhin. Dann da geradeaus. Wenn man so abbiegt, ne, immer hier abstempeln, dann geht man einmal runter und wieder abstempeln. Ja, dann geht man wieder nach unten, da nochmal abstempeln. Dann geht man hier runter und stempel ich ungefähr hier. So. Das ist auch quasi der Plan. Also wenn ihr Probleme habt, macht das genauso wie ich. So, dann nach links. Okay, bei den hier müssen wir kurz gucken. Okay, dann müssen wir hier abbiegen. Warte mal, dann hier, da, dieser Richtung, genau. Also, ihr seht ja schon, die sind mega dünn. Hier abbiegen, dann hier nochmal abbiegen, dann hier runter, oh Gott, dann hier hin, und jetzt keine Ahnung, warte mal, ich brauche den Wind, ich muss richtig hochgehen. Ich muss quasi bis hier diese Barriere ankommen. Ja. Dann hat man hier diese Vorrichtung. Okay, ab jetzt kann ich jetzt nicht wissen. Weiß jetzt überhaupt nicht mehr, wo ich jetzt hingehen soll. Also die Hälfte weiß ich, den Rest weiß ich jetzt nicht. Also auf jeden Fall muss man hier einpacken. Also außer den letzten port ich quasi mich zurück. Bei kleinen Kurven geht markiert das quasi, ne? Dann wisst ihr immer, wo man hingeht. Und es ist einfacher. Mal gucken, ob ich jetzt noch alle vier noch in diesem Part schaue, denn wir haben jetzt schon gleich 25 Minuten. Okay. Also für den dritten. Das ist der hier. Geht man so hoch. Einmal so nach rechts. Ist ganz rechts, ne? Also, da muss man hier hingehen. Und dann hier ganz rechts. Bis zum L-Bereich. Ich
markiere es ungefähr hier hin, weil da muss man auch wieder abbiegen. Da auch. Da hoch, dann nach links, dann so hoch. Und dorthin. Ja, genau, hier, da ist noch so eine Art Barriere. Ah, den Schatz. Perfekt. Dann muss ich quasi hier in dieser Ecke laufen. Wenn ich in dieser Richtung komme, ja. Und nach rechts. Diese Richtung. Nach links. Oh mein Gottes Willen. Dann nach links, ne? Warte mal. Links. Geradeaus. Ja, geradeaus. Kann mich nochmal regenerieren. Oh Gott. Ja, ist gut. Nicht so. Dann hier hin. Nach links. Oder muss. Ja, genau hier. Okay, noch einen. Puh, warte mal, dann ist es hier auch das gleiche, also fast das gleiche. Oh, da wächst du auch schon ein bisschen lange. Ach, dann muss man hier abweichen. Hier hin. Oder nee, hier. Hier ist besser. Ist besser, dann geht man so hoch, bis man dort angekommen ist. Dann geht man hier runter, bis man das hier geguckt hat. Scheiße. Von diesen schwarzen Bereichen, die verunsichern mich. Ja, und dann der Rest ist wieder hoch, runter, ne? Also hier, hoch, runter. Ja. Also ich muss jetzt wieder zurückkehren. Ach, nicht. Ja. Ich glaube, wenn man alles geschafft hat, dann muss man hier irgendwie in die Mitte kommen, wo der Kreis war. Okay, warte mal. Hier ist ganz normal. Da muss ich nach links. Ich schaue einfach nur auf die Karte unten rechts. Okay, und das ist der Ort, wo ich am Ende sein soll, glaube ich.
einfach geradeaus. Ja. Damit haben wir alle geschafft. Ganz oben. Okay, kleiner Tipp, ne? Wie ihr es gehört habt, je tiefer ihr geht, desto höher kommt ihr. Und bei dieser Höhe sollte ich schon ganz oben sein. Genau. Und es ist genau auf diesen Punkt. Du, der du das Labyrinth des Himmels durchschritten hast. Der Weg vom Labyrinth der Erde hinauf in der Tiefe ist nun nicht mehr versperrt. Also runterspringen. Verborgen im Herzen der Erde, beweis mir deinen Mut und wage den Sprung in die Tiefe. Nun dann wirst du sich dir den letzten Weg offenbaren. Hier im Real Life würde ich das nicht trauen, runter zu springen. Also das bedeutet, hier, guck mal, hier unten befindet sich was. Achso, ich muss ja noch diese Markierung nochmal wegmachen. Hier, da befindet sich quasi der Untergrund. Okay. Was soll ich jetzt hier machen? Es muss irgendwo noch so ein Konstrukt befinden, ne? Irland Prophezeiung, warum ist es hier im Oberwelt? Warte mal, ich kehre nochmal wieder zurück und guck mal nochmal runter. Wieso ist das jetzt eine Oberwelt, dieser Punkt? Guck, ich sehe einfach gar nichts, außer da unten. Nee, eigentlich gar nichts, ne? Hier, seht ihr es da vorne? Na egal, ich habe mich ein bisschen verletzt, aber egal. Ah, jetzt weiß ich das jetzt. Ah, okay. Man muss runtergehen, bis man diesen Konstrukt sieht. Genau, ja. Oh, er hat es bemerkt. Am besten, wenn er sich umdreht, angreifen. Den müssen wir noch besiegen. Oh, das ist ein Gamma. Also so viele abschießt, wie es geht. Ups. Und das war's. Okay, ja. Also man muss ganz unten gehen. Dann habe ich auch schon vergessen. Pfosten! Okay. Warte mal, das kann ich mal synthetisieren. Das mach ich mal weg. Und mach mal das hier zu 54. 32, krass. Und da drinne befindet sich ein Kostüm. Du, der das Labyrinth der Tiefe durchschritten hast.
Durch deinen körperlichen und geistigen Geschick vermöchtest du den Herausforderungen dieses Ortes zu trotzen. In der Anerkennung deiner Leistung übergebe ich dir, Herrscher der Dacher, die du deinen wohlverdienten Lohn. Beseele von den bösen Geist anderer Dimensionen und uralten Zeit soll dieses Stück von nun an dir zum Schutz ergeben. Danke. Prophezeiung geschafft. Und da drinnen befindet sich Urheilreiterrüstung. Und die restlichen zwei befinden sich auch in einem Labyrinth. So sieht's aus. Also das hier sieht geil. Der nächste befindet sich hier in Heba, den ihr schon gesehen habt. Hier. Und der andere in der Nähe von Gerudo. Also ungefähr hier. Das war's damit. Und wie gesagt, nächster Vlog nach Venedig im Oktober. Und Koreanisch lernen Busu geht jetzt los. Danke fürs Ansehen und bis zum nächsten Mal.